Schwestern-Duell in der zweiten Hockey-Bundesliga. Der 2:1-Triumph des TC Blau-Weiß über den TuS Obermenzing bedeutet nicht nur den zweiten Saisonsieg für die Berlinerin, sondern auch die Entscheidung im Familienduell zwischen Leonie Bösser und ihrer Schwester Zora. Wir sind 5 Stunden im Zug gefahren und die Punkte sind extrem wichtig für uns. Jetzt hat es natürlich leider nicht gereicht und wir sind zwar enttäuscht, aber wir haben eine viel bessere Leistung als letztes Wochenende abgeliefert und deswegen sind wir, glaube ich, zufrieden. Leonie, die ihre Karriere bei den Zehlendorfer Wespen begann, ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Blau-Weißen und aus der Mannschaft gar nicht mehr wegzudenken. In der Abwehr stärkt sie ihrem Team den Rücken und gelegentlich übernimmt sie auch das Amt der Kapitänin. Das Team gefällt mir super gut. Ich komme gern zum Training. Ich mag die Mädels gern und der Zusammenhalt ist einfach super. Ich habe immer Spaß. Auch ihre jüngere Schwester Zora begann bei den Zehlendorfer Wespen, spielte auch beim TuS Lichterfelde und Münchner SC, bis es sie 2017 zum TuS Obermenzing verschlug. Seit 4 Jahren fühlt sie sich dort pudelwohl und ist ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester im Sturm aktiv. Die Teamdynamik ist echt wunderbar. Ich fühle mich total wohl. Wir sind super zusammengewachsen in den letzten 4 Jahren. Hatten zwar diverse Trainerwechsel, aber haben es immer wieder geschafft, uns als Team zu pushen und nach vorne zu kommen. Und das zeigten die Münchnerinnen in Grün bereits nach wenigen Minuten. Genau im richtigen Moment erwischt Viola Viel den abgefälschten Ball ihrer Mannschaftskameradin Isabel Schwirz und sorgt für die frühe Führung der Gäste. Die Berlinerinnen sind nun im Zugzwang, doch sie wissen sich prompt zu helfen. Nur knapp 10 Minuten später bringt Madeleine Otto den Ball vor das gegnerische Tor, sodass Sarah Flöter zum Ausgleich netzen kann. Bis zur Halbzeit bleibt es weiterhin ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Erst im 3. Viertel gelingt es den Blau-Weißen, durch diese Ecke sich in Führung zu bringen. Lena Klösel trifft zum Endstand von 2:1. Und auch wenn es in der letzten Aktion der Partie, dieser Ecke für den TuS Obermenzing, noch einmal eng für die Berlinerin wird, bleiben die 3 Punkte, auch dank Torhüterin Paula Schmidt, bei ihnen. Da hört Schwestern lieber auf. Also gewinnen war mir heute wichtig und man ist dann doppelt angespornt, das Spiel zu gewinnen. Und das war für den Ehrgeiz enorm gut und hat mich echt gepusht. Trotz des Comeback-Sieges bleibt die Tabellensituation für den TC Blau-Weiß unverändert. Es bleibt beim 6. Rang und auch die Münchnerinnen bleiben weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit ordentlich Selbstvertrauen geht es für den TC Blau-Weiß bereits dieses Wochenende noch gegen die direkten Tabellennachbarn vom Bietigheimer HTC. Für Zora geht es zu ihrem ehemaligen Verein, den Zehlendorfer Wespen. Und auch wenn Leonie und Zora als Konkurrentinnen den Platz betreten haben, so verlassen sie ihn wieder als Schwestern.